Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play The Elder Scrolls V Skyrim. In der letzten Folge haben wir uns ja auch ein neues Haus gekauft. Da sitzt im neuen Haus hin. Nicht unter des Hügelgrabes. Mit kleinen Keller und so. Mit Feldstiefeln. Eine Kochstelle. Also kannst du echt nicht viel machen. Das Haus ist eigentlich jetzt schon voll ausgebaut. Ja, warte. Wir können eigentlich den Rahmen den ganzen Kram geben, den wir nicht benötigen. Aber 17.000 nur noch? Hatten sie es aus 15.000 gekostet? Okay, das ist frech. Das ist frech, das ist sehr frech. Aus Serana. Was nun? Ich bin dabei. Fertig? Wo haben wir noch Quests? Hier haben wir noch Quests. Hörst du aber darüber? Du bist Düsterhammer. Wir sollten jetzt aber mit Pferd reisen. Wegen der Ausdauer. Ich finde schade, dass man auf dem Pferd halt keinen Zauber wirken kann. Ah, der will was von uns, der Kurier. I've been looking for you. I have a letter here for you. It's from the Bard's College in Solitude. Looks like that's it. Got to go. Okay. Das ist nicht. Wo ist der Bull? Echoes. Okay. Wir gehen trotzdem erstmal dahin, bevor wir dann nach Spartan-Akademie zurückkehren.
Es geschah alles so schnell. In einer Minute war der Drache noch da und in der nächsten war er fort. Nein, ich hatte Angst hinzusehen. Ich weiß nicht, was wir jetzt tun sollen. Uns ist nichts geblieben. Ihr seid zu freundlich. Danke. Seid vorsichtig und passt auf euch auf. Ihr auch. Danke für das Gold, Reisender. Kein Problem. Ihr seid zu freundlich. Gute Weiterreise. Oh Mann, ey. Ey, wieder eine Zufallsbegegnung. Aber keine Kaiserlichen hier auf der Straße bislang. Dann auch noch eine kurze Info, wie heißt, die Folgen sind gerade wieder ein bisschen, produziert gerade wieder ein bisschen im Voraus. Weil wenn ihr in ich halt auch viel zu tun habe. Werde ich euch persönlich in den Kerker von Drachenfeste werfen. Ja, wir haben halt echt noch, ich habe noch ein bisschen was zu tun, deswegen bin ich auch mal nicht da. Also, ich habe halt einfach ein bisschen viel zu tun halt. Deswegen halt, ist es halt ein bisschen vorproduziert. In ein paar Wochen. Sogar tatsächlich. Und dann gibt es aber so um Dezember nochmal eine Zeit, wo der ganze Content vorproduziert ist. Deswegen bringe ich auch gerade aktuell nur ein Video. Oder beziehungsweise aktuell ein paar mehr, um halt Scar wieder wieder zu machen. Um wieder in den Rhythmus reinzukommen. Aber sonst nur aktuell ein Video am Tag. Vielleicht kriege ich den Output für Dezember nochmal erhöht. Wenigstens. Aber im Dezember wird dann auch wieder als Power produziert sein. So. Du müsst irgendwo jetzt hier links abbiegen am besten. Ja, aber nirgendwo. Ah ne, wir können eigentlich die Straße komplett runter. Wir können einfach komplett die Straße runter bis zur nächsten Kreuzung und dann links. Stimmt, Korban Jund ist ja auch hier um die Ecke. Warte. Verzeiht, aber ich bin in einer dringenden Angelegenheit für die Dämmerwacht unterwegs. Hey, warte. Hey, ich gehöre auch zu Dämmerwacht. Du kannst mir auch mal erzählen. Alter, ist die fies. Wir können auch Stimmer machen, die erzählen es aber nichts. Und jetzt sind wir unterwegs.
Willst du aus der Festung Düsterhammer? Das war nicht geplant, Hutz. Elementare Blitze. Wer ist da? Wie viel Gold haben die denn bitte? Aserana. Ja. Oh, das ist verlogene kleine Hure. Das Balk ist nicht von mir. Könnte von jedem sein. Kriegt nicht einen rostigen Vertrieb von mir. Woher seid ihr? Was gekommen? War das? Das wird euch eine Lehre sein. Ein paar Bücher für die Bücherregal noch. Hab der Hallen in Hand. Dann haben wir alles. Und müssen wir jetzt nur nach Einsamkeit. Was da ist ein Pferd. So, Einsamkeit. Badenakademie. Let's go. Das für die nächste Festung. So. Hilfe ist fast ein Dämmerstern. Mit der Mordhai. Sogar. Das ist schon der Berg von der Einsamkeit.
Seht ihr das, Dämmerstern? Das ist der Trost für den Berg, wo Einsamkeit drauf liegt. Viele Riesen sind bitte gerade unterwegs aktuell. Aha, wie heißt übrigens die F1? Das F1-Display geht auch noch weiter. Ja, aber mal gucken. Ich weiß echt noch nicht, wie ich es mit F1 21, 22 und 24 mache. Ob ich die auch noch bringe oder ob ich da eher nicht auf Mod zurückgreife für 22, für 2020 und oh nein. Serana. Bitte, Maika. Was mit der Zukunft? Ganz gut, dass wir mit Sprit umstellen. Geht's da auch wieder runter zu einer? Das ist auch wieder eine Fahrstufe zu Dings runter zur Schwarzweite. Ja, wieder. Typischer Radar. Steht rum und macht nichts. War da gerade der blaue Palast schon zu sehen? Nee, Einsamkeit da drüben. Wollte schon sagen. Ist irgendwo mit Einsamkeit. Gut zu sehen. Oder? Ja, da.
Das wäre immer wieder schön, irgendwie das Land zu reiten. Das ist schon Einsamkeit. Hier ist die komische Hütte. So. Hier ist ein Lager. Aber hier ist jemand, ist auch kein Tagebuch und nichts. Aber ein Feldbett. Ja, dann gehen wir mal direkt hoch und machen wir den. Wir reisen in die Stadt. Unser Haus, glaube ich, war das daneben, oder? Nee. Das hier war's, oder? Wood, na kast! Wann der Eingang? Da. Aber wir jetzt einen Bug, den sie leider gepatcht haben oder gefixt haben, war der mit dem, wie heißt das, mit dem sich bewegenden Puppen oder Rüstungsständern. Der war schon ganz lustig, aber dann haben wir den gepatcht. Hatte ich irgendwo eine. Ne, ich glaube, wir haben eine ganze Scheiße in dem Fass drin. Ne. Egal, müssen wir da drin lagern, wir haben wohl nichts anderes. Da. So, gut, dann haben wir das. Und dann gehen wir mal direkt zur Bardenakademie. Was haben wir denn hier? Ebenerdstreithammer, Ebenerdstreit-Axt. Wir haben zu viel Ebenerdsachen hier. Lol, warte. Ähm.
kein Verzauberer. Komm, das will ich auch noch mal kurz verzaubern, dass es gut aussieht. Gegenstand, Vulkanlatschwert. Verzauberung, Chaosschaden. Der Serana wieder Alchemie anmachen. Wir warten mal, sind wir schon Tane von Einsamkeit? Bitte, hört mich an. Mein Meister ist. Warum ignorieren mich nur alle? Warum wendet ihr euch ab? Die Göttlichen sind euch hold. Endlich! 20 Jahre habe ich nach dieser Trommel gesucht. In der Schatzkammer der Akademie sieht es derzeit etwas mager aus. Aber ich kann euch ein paar Kniffe zeigen, die ich während meiner Zeit in der Armee gelernt habe. Hallo, wir haben jetzt Bogenschießen auf Stufe 100. Sollten wir uns nicht in der Badenakademie mit jemandem treffen? Ah ja, wir müssen wieder in. Wieder ich sollte wohl wieder meinen Papieren zuwenden. Welcome back. I hope you've been practicing your new abilities. Good, good. Now, as hopefully you have noticed, resonating shouts offer a useful flourish to your voice. Of this I have no doubt. But they do lack the hallmark of a true bard. They lack creativity. And so now I will teach you a more advanced technique to allow more flexibility and creative use of your foom. First, there is something you must see. This is the tablet you and Helvana acquired from Harren. Since you were able to recover the missing parchment from Harren's grubby palms, deciphering the tablet has been remarkably simple. Perhaps you recognize some of the markings etched into the stone. It is the dragon tongue. This tablet, amongst other things, documents a shout. One that has not been uttered by a living being in a very, very long time. I offer the knowledge of this shout to you, Dragonborn. Go ahead, read the tablet. Make this thum your own. You have just read the words for Earthsong, an ancient and powerful shout. When spoken, it unleashes the unyielding might of the very earth, shattering enemies and obstacles that impede your path. I'll now share with you my knowledge of Earthsong. There. This tome is now yours. Such man. Now, no. Behold! Foot! Wound! Gods! You see? A chant allows you to combine shouts into a seamless new symphony. No, that. By learning the resonating shout, you have already taken the first. In being able to master a chant. But you are still missing one vital component. Here, this is yours now. It is called
the Cadence Rod. When held, it aids you in quickly sequencing your shouts, then releasing them all at once in a mighty burst. I shall walk you through the chant. String together the shouts you just heard. Fuss, Wold, and Gols. Use the Cadence Rod after each shout. Fuss, Roda! You must use the Cadence Rod. Very good. And now perform a different shout. This time, Whirl... Wold, Nakas! Let's hear your best unrelenting force. Gut, komm, wo haben wir ihn noch? Let's hear your best unrelenting force. First, you must perform a shout. Unrelenting force should do. Give me your best Fuss, then channel through the Cadence Rod. Ah, Fuss. Wow. Fuss, no! You must use the Cadence. Very good. Wold! Don't forget to use the rod. Very good. One more time. Speak the words for Earth Song. Good need. You see, with the final chant, all previous shouts captured are released as well, making for a most powerful effect. You appear to have a firm grasp on how to chant. I hope this proves very useful. You are welcome. In truth, I am surprised how quickly you have picked up what I have been teaching. Tell me, Dragonborn, how would you feel if I were to ask something of you? A request that asks you to put your life on the line in order to slay a beast. Most foul. I admire your righteousness. Your triumph over Alduin was glorious indeed. The vile serpent's demise doesn't mean the dragons awoken by him have simply disappeared. Many remain. And while few rival the threat Alduin presented, there are other ways dragons can impact. Some do not require breath of fire to sunder or might. Guile. Dragons like Vol'gath, Sunan. The very beast I wish you to kill. It is a relief to hear this. Vol'gath, Sunan, is not. If you're to pursue this undertaking, you must be properly prepared. And so, I will do my best to equip you. I know of a powerful. Not too far. To enter. You know what you must do. I wish you luck. Oder dann sollten wir jetzt mal die die Bade wieder aus, also unsere Laute wieder ausrüsten.
Das ist irgendwie Schwert finden. Aha, direkt bei der, direkt neben der, beim Arlen Versteck. Warte mal, kamen die, wie, haben wir nicht auch da Serana gefunden? Nee, die Serana war es nicht, glaube ich. Oder war es der Mottenpriester, lang sogar. Ach, wir können mal den Weg markieren hier. Ich hoffe, man kann auch auf dem Pferd reiten und laut spielen. Aber egal, wir können laufen. Boah, sind keine Wache eigentlich. Da. Bist du die? Ich kenne euch doch. Nein, ich bin nur ein normaler Bade. Oh nein, Palmor. Wer ist da? Okay, warte. Es wird nicht gut enden für euch. Törichter Mensch, eure Zeit ist abgelaufen. Oh lol. Serana, back up. Serana, I need backup. Serana, was kannst du eigentlich? Rodar!
Alter. Junge, ey. Kaiserliche Soldaten. Also auch eine kaiserliche Patrouille. Waren die Timer und Kaiserliche auf einem Fleck? Zwei Patrouillen auf einem Fleck? Ach, das ist schön. Mit Maßnahmensekunde. Oh, wir sind schon Level 70, ey. Geht das? LOL!